Slash am Ende haben. Das gleiche gibt es für die Layout Root Paths. Sorry, Einzahl. Nicht Mehrzahl, habe ich gerade verwechselt. Template Root Paths, Layout Root Paths. In dem Fall liegt es in Private Layouts. Und wir definieren es mal, obwohl wir es vielleicht heute nicht so weit schaffen werden, der Partial Root Path auf das Verzeichnis Partial. Das ist der. Was du ist mit Verzeichnis Layout? Genau. Wobei ich glaube, Template Root Path brauchen wir gar nicht. Das brauchen wir gar nicht. Aber das machen wir so. Unfall. Bitte? Unfall? Ja, das File bleibt, genau. Aber wir müssen halt hier die Pfade, so den, also wichtig ist vor allem Layout und Partial. Ich glaube, Template brauchen wir. Also, wenn man da wieder klein schreibt, ist das auch irgendwie unlogisch, oder? Das hier? Ja, das ist ja zu frustrierend. Naja, gut, aber ne, ich sage halt, das sind ja, alles, glaube ich, so Nierenschmerz. Da groß, da klein. Inklusive dem Text. Das brauchst du nicht. Das Template Root Path, das kommentiert nochmal aus, weil ich glaube, das hätte ich gar nicht reinschreiben brauchen. Das brauchen wir nicht. Dass man dann auch einfach nur einfach werfen muss. Also Layout und Partial ist wichtig, bis das definiert ist. So, speichern wir das mal. Aber Partial haben wir jetzt nicht. Die haben wir noch nicht definiert, genau. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen. Ich schätze von der Zeit her eher nicht. Aber so könnte man eben Partials auch verwenden. Einfach ein Verzeichnis Private Partials anlegen und da zum Beispiel für das Jumbotron oder für die Navigation. Aber das Prinzip ist ja überall dasselbe, ne? Das heißt, der Pfeil ist eigentlich egal, also es ist ja eigentlich egal, ob wir es schaffen, weil das Prinzip ist dasselbe. Eigentlich schon. Dasselbe. Wenn man die dann einbindet, ja, das sehen wir nachher theoretisch noch, wie man das dann auch nutzen kann. Über den sogenannten View Helper. Oder kommen wir in ein paar Minuten dazu. Gut, jetzt müssen wir in unserem Template, wir haben hier das Template Default, sagen, welches Layout soll denn verwendet werden. Also ich muss im Template definieren, welches Layout verwendet werden soll, nicht umgekehrt. Also das ist so ein bisschen die komplizierte Logik dahinter. Und zwar in der ersten Zeile ganz oben werden wir jetzt einen sogenannten Fluid View Helper verwenden. Was ist das jetzt schon wieder? Also wir arbeiten ja mit Fluid und Fluid Template und sogenannte View Helper. Das sind einfach so Codeschnipsel aus dieser Fluid Sprache, nenne ich es jetzt mal, mit denen ich bestimmte Sachen machen kann. Wir hatten beim Essen vorhin, hatte ich schon mal kurz erwähnt, dass ich auch bestimmte Logik ins Template auslagern kann mit If und Vorschleifen und so weiter. Auch das sind dann sogenannte View Helper. Wo findet man Informationen darüber? Natürlich in der Doku. Genau. Und zwar auf docs-typo3.org. Gibt es den X-Space und Fluid Guide. Also vielleicht merkt ihr euch diesen Pfad hier. Und darin gibt es hier unterhalb vom Fluid Guide gibt es die View Helper und hier sind alle View Helper dokumentiert, die es momentan gibt in Fluid. Und wenn man da mal runterscrollt, gibt es hier diesen Layout View Helper. Leider kein Beispiel, aber der hat auch nicht viele Optionen. Ich kann hier einfach nur den Namen einer Datei letztendlich übergeben. Die Syntax von diesen View-Helpern ist sehr ähnlich zu XHTML im Prinzip. Also wer sich damit ein bisschen auskennt, wird von der Syntax her keine Probleme haben. Ich werde den jetzt hier einfach mal verwenden. Ich mache es mal ein bisschen größer. Also in der ersten Zeile, spitze Klammer auf, sozusagen F:Layout. Dann als Parameter übergebe ich den Namen meiner Layout-Datei. Name gleich Standard. Aber ohne .html. Das ist jetzt auch wieder so ein Gag. Ja, da, nur den reinen Namen ohne die Datei. Bitte? Muss man das alles wissen? Ja. Ich noch Fehler machen. Aber hier Leerzeichen oder sowas ist alles, ist das egal eigentlich immer? Oder darf da kein Leerzeichen sein? Wo? Also bei Fluid. Hinter dem Gleich, Nee, da habe ich noch nicht probiert, ich mache immer keins. Ich glaube nicht. Ja, weil sonst wurde ja viel gemacht, wurde ja irgendwie vor dem, beim Typoskript wurde immer ein Leerzeichen gemacht. Ja, wobei das muss man auch nicht machen im Typoskript, das ist mehr so, damit es schicker aussieht. Ja, und da ist egal, oder? Da kann ich es dir nicht sicher sagen, ob es egal ist. Ja, okay. Aber kann man einfach im Zweifelsfall mal ausprobieren. Ja.
Gut, XHTML hatte ich gesagt, von der Syntax her, weil ich diese View-Helper, wenn sie nur in einer Zeile stehen, mit Slash, spitze Klammer, beenden muss. Ja? Also wie früher bei XHTML. Gut. Das speichern wir mal. Ich gehe mal ins Backend, leere mal alle Caches und versuche das Frontend neu zu laden. Und jetzt sehe ich mein Layout. Aber mein Template ist weg. Ja, das war's. Genau, musst du noch schließen. Ich muss entscheiden, den Layout oder das Template. Also meine Navigation ist da, der Footer ist da, aber mein Dummy-Inhalte sind jetzt weg. Denn ich muss jetzt in meinem Layout auch noch sagen, an welcher Stelle sollen denn die Inhalte gerendert werden oder ausgegeben werden, aus meinem Template. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier in mein Layout, Standard-HTML, und ich habe ja hier meine Navigation, und hier hatte ich mir ja vorhin einen Bereich markiert, wo letztendlich dann der Inhalt ausgegeben werden soll. So, und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, das durchzuführen. Ich hatte ja ganz am Anfang mal erwähnt, in dem alten Video zu Typo 3.7 arbeite ich mit mehreren Template-Dateien. Mache ich inzwischen nicht mehr, denn ich kann in Typo 3 oder in Fluid mit einer Template-Datei arbeiten, die ich in verschiedene Sektionen aufteile, also sogenannte Sections. Das kann dann zum Beispiel eine Section für dieses Jumbotron sein, es kann eine Section für die drei Spalten sein, es kann eine Section für das zweispaltige Unterseitentemplate sein, je nachdem, was ich brauche. Und ich kann dann über einen sogenannten Render View Helper sagen, welche Section möchte ich an dieser Stelle ausgeben von meinem Template. Das heißt, dieser Render View Helper, den finden wir auch hier in der Dokumentation, at Render. Der kann alles Mögliche ausgeben. Der kann Templates ausgeben, der kann Partials ausgeben. Es gibt hier auch ein paar Beispiele. Ich kann diesem View-Helper auch Argumente, also Variablen übergeben. Das werden wir später dann noch brauchen. Damit kann ich eine ganze Menge machen. Und was ich jetzt eben machen will an dieser Stelle, ich möchte meinen, zum Beispiel das Jumbotron ausgeben, also dieser Bereich für dieses Jumbotron. Kann ich jetzt also schreiben f.render section gleich Jumbotron, nenne ich jetzt einfach mal so. Die Bezeichnung ist wieder freigelber. Gut, jetzt muss ich natürlich noch sagen, wo ist denn diese Section Jumbotron, wo liegt denn die? Die muss ich jetzt in meiner Template-Datei noch definieren. Das heißt, ich gehe in meine Default-HTML und hier oben habe ich ja diesen Jumbotron-Bereich. Und das kann ich jetzt in eine Section einschließen. f.section name gleich Jumbotron. Also die muss ich benennen. Er hat mir das jetzt hier gleich geschlossen automatisch. Das muss natürlich ans Ende meines Bereichs, der in diese Section rein soll. Also in der Layout-Datei sage ich, welche Section gerendert werden soll. F-Render Section bei Jumbotron. In der Template-Datei sage ich, wo diese Section ist und was da drin liegt. Das muss also den ganzen Jumbotron-Bereich in dem Fall umfassen. Gut, ich speichere das mal. Ich leere nochmal den Cache. Von dem Cache sollte die speichern. Und lade es mal neu. Und habe jetzt hier unterhalb meiner Navigation das Hello World stehen. Dumm. Ja, gut. Nein. Nein. Zeig nochmal die einzelnen Schritte. Du schließt jetzt ab.
in der Layout-Datei Adstop mit dem Vendor Section gleich zum Motor. Ihr müsst natürlich hier auf die Groß-Kleinschreibung auf die Schreibweise achten. Und was ist das? In der Default. Das hier steht in der Layout-Datei, in der Standard-Datei. Die, die nicht Default heißt. Die nicht schon heißen darf. Genau. Also der Render-View-Header gehört in die Layout-Datei. Ja. Und in der Template-Datei muss ich die Section definieren mit diesem F-Doppel-Section. Man nennt gleich zum Beispiel. Ich bin noch bei der Action. Ich suche gerade noch Section, den ich in der Standard, dass ich den Layout machen muss. Vielleicht würde ich ganz außer wo der da rein. Zwischen an die Stelle, wo der Inhalt soll. Also ein anderes Beispiel zwischen der Navigation und diesem Foto. Ah, okay. So, nach Ende Mainline beginnt Jumbotron-Bereich mit diesem Section View Helper umschlossen werden. Also hier oben der Einleiter-Part und am Ende des Bereichs der schließende /F-Section. Genau, da müsst ihr darauf achten, dass da wirklich F-Section ist. Und der Verweis auf Layout kommt direkt davor. Der kommt immer ganz am Anfang. Weil ich habe nämlich noch einen Head- und Body-Check in der Datei bei mir drin. Ich glaube, der reicht noch. Ich habe bei neuer Datei auf HTML-Datei geklickt. Also man sieht auch immer wieder Templates und so auch in Extensions, wo auch noch etwas im HTML-Bereich drin ist. Das schadet nicht, weil ich sage über die Section, was gerendert werden soll, der Rest wird einfach ignoriert. Aber ich muss es das so machen. Das ist also kein echtes HTML, was man da drauf hat. Das ist also keine echte HTML-Datei. Das sind nur die Vorlagen. Ja, weiß. Hier steht hier ups, ein Arrow of Truth. Okay. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Und das ist eine komische Zahl, oder? Ja, ja. Jetzt, okay, gut. Weil mir fehlte der schließende. Der fehlte dann genau, jetzt habe ich ja nur. Da kann ich gleich zeigen, wie man das beheben oder wie man da mehr rausfindet. Was ist denn der Standard? Musst du nur nachmachen, dass das ist der richtige. Nur. Du bist hier richtig. Ein bisschen schnell. Da ist es ja schön mit deinem Video, dann kann man dann sagen, okay, ich höre mich nochmal. Stopp! Pause-Taste. Herr Werner, bei mir das Head, bei mir hat es noch nicht geklappt mit dem Template. Ehrlich? Genau. Funktioniert. Und dann an was nach? Brauche ich noch eine Unterstützung. Bei dem Layout-Pass hat es ja schon mal Standard muss ganz weit. Ganz runter. Bei dem Root-Pass hat es ja schon mal okay. Layout im TypoScript Setup, Layout, Root-Pass, Partial Root-Pass muss mit Slash enden. Layout. Und jetzt hier gucken. Ja, löst das auch mal kurz aus. Genau, das wäre jetzt schon hilfreich. Template habe ich hier bei mir die Folge genannt. Genau, die Autos. Ist das ein
Rolle dann leer ausgiebig erkannt. Der Vorschlag, der Feind hat auf jeden Fall einen Anschluss.